Ja, ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator 2016. Heute testen wir den neu erschienenen DeZero ML von RSSLO, der ja eigentlich als ÖBB CityJet mitgeliefert wird, aber mittlerweile gibt es auch schon einige Repaints für diesen Zug, unter anderem hier dieses Repaint für die Mittelrheinbahn von Transregio. Mittelrheinbahn, schöner Fahren. Genau, das Repaint ist nicht ganz perfekt. Zum Beispiel hat man hier natürlich auch noch immer diese roten Ränder von dem ÖBB CityJet. Allerdings soll das auch etwas schwierig sein. Generell ist ja Repainten im Train Simulator etwas schwieriger wie in OMSI oder sowas. Aber jetzt erstmal so zum Zug. Wir schauen uns den Zug mal von außen an. Hier die Scharfenbergkupplung ist sehr schön modelliert. Hier haben wir auch das Makro bzw. die, wie soll man sagen, Hörner, Hupen, wie auch immer. Makro trifft es wahrscheinlich am besten. Ja, dann hier die Stoßdämpfer, auch sehr schön gemacht. Wovon ich jetzt ein bisschen enttäuscht bin, ist von dem hier. Das ist nicht so besonders gut texturiert, aber da kann man drüber hinwegsehen. So, die Drehgestelle wirklich sehr, sehr schön, sehr detailgetreu. Kann man echt nichts sagen. So, jetzt haben wir hier auf dem Repaint. Doch, da sind die Piktogramme. Auch alles sehr scharf, sehr gut lesbar. Wir können sogar das fast lesen. Ja. Wir fahren natürlich in Doppeltraktion. Hier können wir auch schön gucken, wie diese beiden Kupplungen dann danach aussehen. Normalerweise sind die zwei Teile hier oben zusammen. Ist jetzt hier nicht der Fall. Ja. Ist natürlich von Siemens gebaut, dieser Zug. Und ist sozusagen die Elektro-Version des DeZero. Der Zug ist für 13,99 glaube ich, oder 14,99 bei RSSLO verfügbar. Den könnt ihr euch da herunterladen. Ja, ich würde mal sagen, wir setzen uns mal in den Führerstand und schalten mit Shift B die Batterie ein. Dann müssen wir den Kontaktschlüssel einstecken und umdrehen. Und damit ist unser Zug auch schon an. So, dann heben wir mal den Stromabnehmer. Schauen wir, ob das auch der Fall ist. Da hebt er sich. Zack. Und dann schalten wir den Hauptschalter ein. Und damit hat unser Zug jetzt die nötige Spannung. So, dann lösen wir schon mal die Federspeicherbremse. Können wir schon mal den Richtungswender einlegen und die Türen können wir auch öffnen. Das ist ja dann wie bei RSSLO bekannt. Wir wählen hier die Türseite, indem wir diesen Schalter entweder nach rechts oder nach links oder halt nach vorne für beide Seiten drücken und dann T, damit die Türen aufgehen. Hier haben wir dann auch sehr schön diesen Piep-Sound, den man auch vom Flirt 3 oder auch Flirt 2, Flirt, also einfach nur Flirt, kennt. Drittstufen fahren hier natürlich auch aus. Das ist jetzt natürlich hier nicht so gerade, ne? Das Schönste. Sitzpolster ist so original bei der Mittelrheinbahn. Das sieht da wirklich so aus. Decke und Boden, eher nicht.
Ja, hier sind natürlich die Fahrgastinformationen, die funktionieren natürlich mal wieder nicht. Toilette. Auch nix. So, und da haben wir dann wieder den Führerstand. So. Dann machen wir, stellen wir mal hier den Zugfunk ein. Ja, Zugdaten. Machen wir jetzt einfach mal hier irgendwas Beliebiges. Kanal. Ja. Und dann anmelden. Ja. So. Dann können wir natürlich hier wieder unsere ZZA einstellen. Stellen wir jetzt einfach mal Köln ein. Ja, das wird natürlich dann im hinteren Teil auch angezeigt. Ja, was ich noch gar nicht gedacht habe, gezeigt habe hier das Dach. Das ist auch sehr, sehr schön gemacht. Also wirklich sehr, sehr viele Details. Also wenn man sich das mal anguckt hier, das ist wie in echt fast. Könnte man sagen, das ist ja schon fast echt. Vom Aussehen her zumindest mal. Ja, Zugfunk ist eingestellt, da brauchen wir eigentlich nur noch die SIFA und die PZB einzuschalten. Da können wir jetzt natürlich, glaube ich, auch wieder SIFA Advanced anschalten, aber das lassen wir jetzt erstmal. So, dann können wir natürlich hier Fernlicht einschalten und das normale Licht. Das hier. Genau. Jetzt haben wir vorne unser Spitzenlicht und das Rücklicht. So, und hier können wir jetzt natürlich noch Fernlicht dabei schalten. Sieht dann so aus. Brauchen wir aber nicht bei dem schönen Wetter. Hier haben wir natürlich unser Makro. Hoch-Tief-Makro, auch sehr schön. Ja. Kamera haben wir auch. Scheibenwischer können wir hier ein- und ausschalten. So wie das von RSSLO gewohnt sind, sind natürlich sehr, 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 sehr viele bedienbare Elemente dabei. Hier natürlich die PZB-Taster und dann noch den Richtungswender, das haben wir gerade eben alles schon gemacht. Ja, ich gucke, ob ich auch noch was vergessen habe. Hier genau das Desklight. Haben wir jetzt leider nur diese eine Stufe. Ja, hier können wir auch nichts weiter umstellen, so viel ich weiß. Ja. Wie gesagt, Federspeicher, Bremse haben wir auch schon gelöst. Das Makro und hier haben wir halt eben den Fahrhebel. Ja, Caplight. Ja, stimmt, Führerstandslicht. Brauchen wir aber auch nicht. Tja, hier an der Seite gibt es auch nichts mehr zu bedienen. Hier kann man sich halt komplett rumdrehen, aber... Tja. So, ich würde mal sagen, wir fahren ab. Wir fahren mal eine kleine Tour bis Rehmagen, würde ich sagen. Und vielleicht baue ich dann irgendwann mal ein Szenario, wo wir dann mal eine kleine Tour fahren können. Ja, um die Türen zuzumachen, drehen wir den Türschalter wieder auf die Nullstellung und die Türen schließen sich. So, ich habe ja auch schon übrigens ein Sound-Update drin, also nicht wundern, wenn die Sounds, wenn ihr das jetzt neu runterladet, ein bisschen anders sind. Das ist dann in dem Fall normal. Ich werde natürlich den Link für das Sound-Update sowie für den Zug in die Videobeschreibung packen. So, dann würde ich mal sagen, fahren wir ab. Ich bin mal kurz ruhig, damit ihr dem Sound mal etwas zuhören könnt. Ja, das ist der Anfahrsound, wie ich finde, schon sehr real auch. Nächste Station, Koblenz, Stadtmitte. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bremsen tut der Zug auch sehr gut.
Ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen hier, weil die Sie verliegt ja bei den RS-SLO-Zügen auf Q und nicht wie bei DTG auf der Enter-Taste auf dem Numpad. Ich müsste natürlich nochmal extra T drücken, um die Türen dann auf wirklich dann freizugeben, letztendlich. Ja, ein wirklich sehr schöner Zug. Es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, mit dem zu fahren. Und ja, ich kann jetzt schon eine Kaufempfehlung aussprechen. Ich bin schon mal eine Runde mit dem gefahren. Und ja, ich denke auch, dass vielen von euch der Zug auch Spaß machen wird. Ja, bei dem Zug wird natürlich auch eine sehr ausführliche Readme mitgeliefert, so wie man das von RSSLO kennt, natürlich auch in Deutsch und in Englisch. Und ja, auch eine Zielliste wird mitgeliefert, also das sind dann ja knapp 80 Ziele drauf, die ihr dann für die ZZA benutzen könnt. Nächste Station, Koblenz, Lützel. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, hier ruckelt es kurz ein bisschen. Wirklich ein sehr schöner Zug. Oh, da ist noch ein Fehler. Der Pieps ist nämlich da hinten. Oder es ist irgendwie so gemacht, für wenn die SIFA irgendwie... Wenn die SIFA irgendwie an ist, dass es dann piepst, wenn man in der Außenansicht ist, keine Ahnung. Oh. Ja, jetzt habe ich kurz nicht aufgepasst. Jetzt habe ich hier gerade die Taste fürs Makro gesucht und vergessen zu bremsen. Kann ja mal passieren. Ah, jetzt will er nicht mehr. Da müssen wir kurz zurücksetzen. Die sollten wir vorher rausnehmen. Das ist natürlich hier immer wieder RSSLO, ne? Ist natürlich wieder alles, hat natürlich alles Hand und Fuß hier. Da kann man nicht einfach mal mit Türfreigabe rückwärts fahren. SIFA Zwangsbremsung. Ja, ist ja gut. Ihr seht, die Türen gehen natürlich auch nur darauf, wo die Fahrgäste auch einsteigen wollen. So, dann fahren wir jetzt mal noch eine Station und dann gehe ich kurz mal essen. Ihr seht natürlich hier auch die zwei Leuchtmelder, ne? Hier für das Gelbe für Türen geöffnet und das Blaue für geschlossen. So, einen Moment, ich muss mal gerade hier, nämlich hier, da, den Sound ein bisschen leiser stellen. Mir fliegen nämlich hier irgendwie die Ohren weg. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir hier so ist oder was bei euch im Video auch so ist. So, warum geht es jetzt hier nicht weiter?
habe ich irgendwas gedrückt? Strom hat immer gehoben. Federspeicherbremse ist gelöst. Richtungswender ist nach vorne. Hauptschalter müsste eigentlich auch drin sein. Da hinten scheint noch irgendwie ein Problem zu sein, da piepen die Türen noch. Na komm schon. Ja, ich weiß nicht, was der jetzt hier für ein Problem hat, ne? Ganz ehrlich. Aha. Hat er sich doch noch mal überlegt. Schauen wir uns den Zug mal noch mal von außen hier schön an. Hier ist sogar eine andere Mittelrheinbahn schon. Sogar schon im Szenario verbaut worden, sehr schön. Also im schnellen Spiel. Ja, hier gucken ins Lützel ruckelt immer ein bisschen, das ist normal im Train Simulator. Ja, hier im schnellen Spiel werden wir jetzt durch Urmitz durchgeleitet, also können wir nicht halten, also erst wieder in den Weißen Turm. Zug fährt übrigens über 160, also da muss man jetzt gleich, kann man jetzt gleich nicht Vollgas geben, obwohl hier 160 ist. So, dann geben wir mal Gas hier und dann schauen wir mal, was der Zug drauf hat. Ich gebe jetzt einfach mal Vollgas, damit ihr mal so seht, wie weit das hier geht. Ja, 65. Also 165. Lass mal wieder langsam ausrollen hier. Beziehungsweise, was heißt langsam? Der rollt ziemlich schnell aus. Hier bei der Mittelrheinbahn bei Transregio ist der Zug unter der Baureihe 460 bekannt. Und ja. Ist schon seit einigen Jahren dort auch im Einsatz.
17 Triebwagen hat Transregio von dem Desiro ML. Und die wurden 2008 gebaut, ja. Ja. Wie gesagt, 160 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit. Auch wenn er jetzt hier ein bisschen schneller fährt. Desiro ML bedeutet übrigens Desiro Mainline. So, jetzt seht ihr hier, wie wir durch Ulmitz durchgeleitet werden. Ja, ich habe eigentlich bis jetzt keinen Kritikpunkt an diesem Zug. Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, wie der Sound vorher war, weil ich den vorherigen Sound gar nicht erst ausprobiert habe. Ich habe nämlich direkt in das Sound-Update draufgeladen. Also Zug gedownloadet, sich Backup gemacht und dann direkt in das Sound-Update draufgeladen. Dann erst gefahren. Also ich kann zum Standard-Sound nichts sagen. Ich kann nur sagen, dass dieser neue Sound hier wirklich echt super ist. Ja, hier in das ein Atomkraftwerk ist aber schon abgeschaltet. Zum Glück. Ja, jetzt kommen wir gleich nach Weißenturm. Das ist dann unser nächster Halt und dort werde ich dann auch kurz Pause machen. Dann werden wir nachher wieder unsere Fahrt fortsetzen. Ja, als nächstes zeige ich euch dann die Moselstrecke, also die Moselbahn mit dem Teil 2 auf der Regionalbahnlinie 82 von Koblenz. Von Trier nach Koblenz. In einem von mir selbst erstellten Szenario, selbstverständlich. Na, nichts Ordentliches doch hier. Ah ja, sie verlieren. Ne? Wenigstens erst SLO kapiert das, dass man bei das SIFA Zwangsbremsung keine Zwangsbremsung bis zum Stillstand ist, sondern sobald man bestätigt, die Zwangsbremsung eigentlich aufgehoben ist, und man die Fahrt nochmal fortsetzen kann. Nur bei der PZB ist es eine Zwangsbremsung bis zum Stillstand. Und dann werden Magneten sogar bei 120. Nächster Halt, Weißenturm, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, mir kommt es irgendwie vor, als wird die SIFA hier öfter wie alle 30 Sekunden anschlagen. Dann öffnen wir einmal die Türen.
Und dann würde ich sagen, bis gleich, wir sehen uns gleich wieder und jo. Dann fahren wir weiter. Bis dann. Ja, da bin ich wieder. So, wir setzen unsere Fahrt fort. Ja, ich glaube, wir fahren bis Andernach und dann in der nächsten Folge weiter nach Remagen. Ich bin ja immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich sag mal so, der Train Simulator, der ist immer ja zeitlich schwierig aufzunehmen bei mir, weil Omsi, das fahre ich meistens sowieso. Das mache ich dann schnell mal so nebenbei oder während ich sowieso dann am Fahren bin. Aber hier Train Simulator, das fahre ich immer eigentlich ganz gerne so in einem Stück durch. Also ein Szenario dann an einem Stück durch. Und ja, das dauert dann manchmal auch ein bisschen. Und für ein Szenario dann eigentlich komplett so aufzunehmen, ja. Das dauert ja dann manchmal, ja, kann ja dann durchaus mal über eine Stunde auch gehen. Wir so ein ganzes Szenario fahren. Und da bin ich halt so hin und her gerissen. Soll ich jetzt vielleicht mal dann immer nur alle zwei Wochen mal ein Video machen, also mal eine Woche ausfallen lassen und dafür Trainspotting, weil es da habe ich sehr, sehr viele Videos, da habe ich Stau. Also da habe ich so viele Videos, dass ich die gar nicht hochgeladen bekomme. Ja, das wäre natürlich auch mal eine Idee. Allerdings ist auch, wenn ich dann so lange Videos mache, die guckt keiner ganz. Ja. Also, klar, es gibt wahrscheinlich doch den einen oder anderen, der das ganz guckt, aber die meisten gucken die ersten 10 Minuten, erst eine Viertelstunde, und dann war es das. Und deswegen ist es für mich in dem Sinne logischer, wenn ich jetzt das hier in zwei Teile aufteile. Ich meine, wir haben jetzt knapp 30 Minuten, dann haben wir jetzt zwei Teile, also ein Teil von 30 Minuten und einer, der ein bisschen kürzer ist. Der zweite wird wahrscheinlich dann ein bisschen kürzer werden. Mal gucken, vielleicht mache ich es mal so, mal so. Wenn wir jetzt auf der Moselstrecke fahren, da werden die Folgen sowieso ziemlich lang. Wenn ich das alles in 20 bis 25 Minuten Teile mache, dann sind wir da 5 Folgen dran. Also die Strecke dauert, glaube ich, 120 Minuten. Wenn ich mich richtig erinnere. Nächste Station, Andernach, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, schauen wir uns mal hier die Türen noch an, wie sie aufgehen, wenn sie aufgehen. Sie gehen hier nicht auf, weil keiner einsteigen will. Wir können auch gerne mal irgendwann mal noch diesen, den Original City Jet anfahren. Also den ÖBB City Jet. Ja, also ich verabschiede mich dann von dieser Folge. Bis zur nächsten. Und wenn es euch gefallen ist, lasst einen Daumen da. Wie gesagt, Download-Link ist in der Videobeschreibung. Nur wärmstens empfehlen, weil gerne realistisch fährt, wird mit diesem Zug wirklich Spaß haben. Also, bis in die nächste Folge dann. Tschüss.